So, Freunde, hallo und willkommen zurück. Angry German Guy hier. Wir spielen mal weiter. Wollt ihr vielleicht? Ich könnte euch den Controller geben. Ich schicke euch den auch per Post. Nein? Na gut. Irgendwas stimmt eindeutig mit mir nicht und sie greift Ethan kurz nach ihrem Wiedersehen an. Eine Frau am Telefon sagt Ethan, er soll zum Dachboden gehen. Sie sagt, ihr Name sei Zoe, verrät aber sonst keine weiteren Informationen. Trust Zoe. Ich wette, Zoe lebt im Telefon, denn das Telefon war nämlich gestört. Beziehungsweise tot. So. Oh Gott. Stummel! Okay. Wir wollten jetzt unbedingt zum Dachboden hinauf. Um aus dem Haus zu entkommen. Dann ist das Spiel ja eigentlich auch schon vorbei. Ja, guck mal, hier ist der Dachboden. Es war schön, dass ihr zugeschaut habt, Leute. Bis zum nächsten Mal. Was ist das für ein Knarren? Okay, gut. Okay, gut. So. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen mehr Zeug. Oh, dich lasse ich in Ruhe. Du bist gruselig, aber... schönes Bild. Ich muss mal sagen, so... Ich habe jetzt ein bisschen die englische Synchro angehört und ein bisschen die deutsche. Die deutsche Synchro ist echt nicht gut, Leute. Also, es ist okay, aber es gibt auch bessere. Es werden so viele Übersetzungsfehler gemacht, einfach. Also zum Beispiel, wenn man mit dem Kamerateam ins Haus geht, fragt der Pete, are we rolling? Und im Deutschen ist einfach übersetzt mit laufen wir, und das ist... so würde ich es nicht sagen, ne? So, nehmen wir auf oder sind wir live oder was auch immer. Aber laufen wir? Hab ich so noch nicht gehört. Da waren halt auch noch ein paar mehr Sachen, die mich irgendwie echt arg gestört haben. Aber das war so ziemlich das Bedeutendste. Ich würde nochmal speichern gehen, weil ich kann mir vorstellen, wenn ich da auf diese Leiter zulaufe, dass dann die Action losgeht. Ja, oder also die Stelle, an der Mia einen durch diese Wand wirft. Da sagt sie ja, lass mich, schmeißt er durch die Wand und sagt sie, geh. Aber man soll ja gar nicht gehen. Das ist böse. Sie sagt wahrscheinlich im Englischen, let me go. Und im Deutschen sagt sie, lass mich gehen. Das sind so ein paar so Übersetzungsfehler, die man eigentlich nur von den Simpsons kennt. So, speichern wir noch einmal. Also abwehren ist mit... R1 ist abwehren. L1 ist abwehren. R2 ist schießen. Was war nachladen? Das? 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 Wie lebt man nach? Oh Gott. Leute, ich muss kurz nachgucken. Sorry. Okay, ich finde die Option nicht. Ich glaube, ich bekomme es auch noch gesagt, weil ich ja noch keine Waffe... Also erstmal die Waffe gefunden habe jetzt. Hoffen wir, dass es so ist. Denn sonst habe ich echt ein Problem. Okay. Seid ihr bereit? Ich bin's auch nicht. Dreieck? Kreis? Viereck? Macht er das vielleicht? Ist das vielleicht wirklich auf Viereck und er macht das gerade nicht? Oh, das ist genauer Ziel. Oh, gut zu wissen. Na gut. Okay. Jawoll! Das ging ja schon mal gut los. Ich muss es aufhalten. Ah. Warte kurz, Mia. Okay.
weiß nicht, ob ihr da schon mal bei Gronkh geschaut habt. Der Kampf ist... Okay. Ist mir recht. Mia Mäuschen. Wie sieht's aus? Date? Nein? Na gut. Dann gehe ich mal lieber wieder. Hä? Willkommen in der Familie, Junge. Hallo! Oh. Wieso liegt Mia jetzt im Flur? War vielleicht ein Bug, dass sie sich nicht bewegt hat? Aber siehst du mich an meinem... Alter, Junge, ich habe einen Stummel. Und wenn du mich durch den Dreck ziehst, dann entzündet er sich, okay? Nicht nett. Du bist doch der erste Schwiegervater, der mir in die Fresse haut, nachdem er gesagt hat, wir willkommen in der Familie, Sohn. Komm schon, stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Au. Dankeschön. Das ist echt nett von dir. Welche Stimme haben wir da gerade gehört? War das Zoes Stimme? Eventuell. Und was haben die Illuminati damit zu tun? Wo bin ich? Ach, hallo. Was zur Hölle? Gemacht, Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Hör mal auf. Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Er tut nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reibt. Hallo. Verdammt, Alter, war nicht schon wieder. Geh mir aus dem Weg, Margaret. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Ich bin Vegetarier, Entschuldigung. Es tut mir leid. Es soll ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Für mich sollen keine Tiere sterben. Was machst du da? Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Verdammte Schweine! Ich komme zu dir zurück. Sie, Sir, haben ein Problem mit Autoritäten. Na du? Neu hier? Oh, Entschuldigung. So. Okay. Cool, ich habe einen neuen, meine Hand wieder da. Brauchen Sie noch irgendwas? Tee, Rheumadecke? Also sie hat die Augen offen. Schnell mal durchforschen. Ja, Pistolenmunition ist immer gut. So, ganz ohne Pistole. Drei Männer auf Erkundungstour vom Staatsbehörde mit Mithilfe. Peter Walken, Andre Stickland und Clancy Javis. Das waren die drei Ghostfacers. Sewer Gators natürlich. Aber ihr wisst schon. Okay. Hier ist jetzt nichts mehr weiter. Die Omi. Offensichtlich war ich das gerade. Bier. So. Ich helfe euch noch mit eurer Stromrechnung, Leute. Okay. Hier ist offenbar eine Kellerklappe. Und da brauchen wir einen Schlüssel für. Guti. Ich will mal mit Kreis aufstehen.
getraut. Okay. Das ist eine gute Idee, mich hier zu verstecken. Puh, das gefällt mir nicht. Das war auch keine so besonders gute Idee. Hier ist jetzt auch nicht so viel zum Verstecken in dem Raum. Oh, doch, hier. Sehr gut. Schleichpassagen. Ihr habt mich ja noch nicht Dishonored spielen sehen. Ich bin eine Schleichpassagen. Scheiße. Noch ist ihm offenbar nicht aufgefallen, dass ich weg bin. Ach, du könntest dich vor dem Essen davon schreien. Ah! Jo, warte mal. Eine Sekunde. Wir spazieren hier sogar. Na! Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab aber Angst. Du verschwendest deine Zeit. Du verschwendest meine Zeit. Bitte. Daddy kommt. Ist direkt hinter mir, oder? Oh, hi! Wo ist die Omi? Ich weiß nicht, ich habe Angst. Doch, nach Hause. Wer ist das? Oh Gott. Wo ist mein kleiner Ethan? Nicht hier. Oh Leute. Scheiße. Wo bist du? Das Problem ist ja auch, der despawnt jetzt ja nicht mehr. Und warum zum... Woher zum Geier wusste er, dass ich mich in diesem Raum aufhalte? Hallo. Hier, Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Ich bin doch kein Schweinchen. Wirklich nicht. Ich glaube, der muss halt einmal hier in die Richtung kommen, damit er wieder umdreht, damit ich mich wieder raustrauen kann. Aber so habe ich Angst, dass ich ihm direkt in die Arme laufe. Oh Mann. Das macht echt Spaß! Na, wenigstens einer von uns hat Spaß. Vielleicht hätte ich einfach sitzen bleiben sollen, so wie er es gesagt hat. Das verrückte Ehepaar von vorhin. Da sehen sie noch gar nicht so verrückt aus. Also er schon so ein bisschen. Sie sieht eigentlich sehr sympathisch aus. Du weißt, dass ich dich finden werde, oder? Und wenn ich dich finde... Dann gibt's nochmal Nachtisch. Aber diesmal bitte Veggie. Und glutenfrei. Er sieht ziemlich arrogant aus. Ich finde ihn eigentlich sogar relativ sympathisch. So. Lukas, Februar 2013. Ich finde es schön, wie die Schrift... Ich kann dich riechen. Riechen! So ein bisschen über dem Ding, wie schwebt. Warum ist es umgedreht?
Haben die Stuart das nicht gesagt, dass der Sohn Lukas ein Problemkind wäre? Was soll's? Irgendwann muss ich ja hier mal aus meinem Versteck kommen. Dauert nicht mehr lang, dann finde ich dich und leg dich um! Jetzt hat er gerade eine Tür aufgemacht. Ich glaube, wir kommen gerade nochmal näher. Also, ich muss den Schlüssel für diese Klappe finden. Und dann muss ich an ihm vorbeirennen und durch diese blöde Kellerklappe durch. Was anderes bleibt mir gar nicht. Komm raus, wo auch immer du bist! Nein. Da liegt doch ein Schlüssel, oder? Muss mal vorsichtig irgendwie. Ja. Ich komme! Wie geht, will ich gar nicht wissen. Oh, da ist er. Schnell wieder hinter. Okay. Wir haben den Schlüssel. Oh, Scheiße. Wir haben den Schlüssel. Jetzt müssen wir nur noch an ihm vorbei durch diesen blöde Kellerklappe kommen. Den Weg raus, weißt du? Ist ja nicht so, dass da nur so ein paar blöde Bretter vor dem Fenster kleben. Natürlich wäre da ein Weg raus. Naja. Ich denke mal, ich muss jetzt mal Flucht nach vorne machen. Wie sagt man so schön? Ein Mann Familie, immer Familie. So viel zu dem Thema Flucht nach vorne. Ich weiß nicht, ob er einfach nur in der Nähe oder hinter einer von diesen Wänden ist. Und ob er wieder durch irgendeine Wand durchrennt. Okay, was soll's. Irgendwann muss ich ja mal... Muss ich nur daran erinnern, dass R3 aufstehen ist und nicht Kreis. Ethan. Welchem Spiel Ethan. War das? Ethan! Das bin ich, hi. Bist du dumm? Ja, klapper noch ein bisschen rum. Schneller! Du kannst dich nicht verstecken, Junge! Halt's Maul! Kann ich wohl.